Und wir begrüßen hier bei uns im Studio Markus Arrige, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Wir haben es gerade einleitend von unserer Reporterin gehört. Es brodelt in der Regierung, aber auch von den Landeschefs, die zum Beispiel einen Preisdeckel auf Strom fordern. Hanna Mikl-Leitner aus Niederösterreich hat zum Beispiel diese Forderung am Wochenende erstmalig gestellt. Sehen Sie, wird die Bundesregierung hier dann doch bald Maßnahmen setzen oder müssen, weil der Druck zu groß wird? Na, sie wird garantiert müssen, weil der Druck zu groß wird. Wir haben das schon vor 4 Wochen bei der Präsentation des Antiteuerungspaketes, des sogenannten, eingemahnt und genau diese 4 Punkte gefordert, die jetzt nach 4 Wochen auch in der ÖVP anscheinend Konsens werden. Da fällt einem immer nur ein, der Spruch, am Abend wird der Faule fleißig. Warum man 4 Wochen dafür braucht, das Offensichtliche einzufordern, das ist mir nicht ganz klar, weil jeder, der ein bisschen nur eine Ahnung hat von Wirtschaft und vom Privatleben, musste darauf kommen, dass die Maßnahmen, die gesetzt wurden mit Einmalzahlungen im Oktober, viel zu spät kommen und auch nicht ausreichen werden. Der SWV hat auch einige Punkte herausgegeben und erarbeitet, wie man die Sanktionen abfedern könnte. Welche sind denn das? Naja, wir sind der Meinung, dass die großen Preistreiber der Inflation sind die Energiepreise. Das ist ja keine große Neuigkeit. Diese Energiepreise steigen aufgrund der erlassenen Sanktionen. Und die Europäische Union wäre jetzt gut beraten gewesen, auch Maßnahmen zu setzen oder die Abfederungsmaßnahmen zu setzen, die diese Sanktionen eben bewirken. Dazu gehört zum Beispiel der gemeinsame Einkauf von Gas und Erdöl. Das wurde schon im März an sich beschlossen und bis heute nicht auf den Weg gebracht. Das muss man halt auch einfordern. Da ist die Bundesregierung gefragt. Wir müssen natürlich darüber nachdenken, wie wir die Preise stützen auf die eine oder andere Art und Weise. Ob das ein Preisdeckel ist, ob das gewisse Gas- und Strommengen sind, die zum selben Preis vom Vorjahr verkauft werden etc. Da sind wir ganz offen bei Gesprächen. Aber es muss dazu kommen, dass die Menschen, die Betriebe bei Preisen der Energie entlastet werden. Mhm. Blicken wir jetzt Richtung Bundesregierung. Die Kritik wird immer lauter. Ist diese Regierung überhaupt noch amtsfähig, Ihrer Meinung nach? Sollten Neuwahlen kommen? Also amtsfähig ist ein schöner Begriff. Ich glaube, im Privatleben, wenn jemand so handlungsunfähig ist oder wieder bevormundet, da wäre vielleicht der Bundespräsident gefragt, dieser Bundesregierung tatsächlich die rote Karte zu zeigen und den Weg frei zu machen Richtung Neuwahlen. Das Vertrauensindex, der ist verheerend. Ich habe erst gestern eine Umfrage dazu gesehen. Ich glaube, so schlecht schneidet oder hat noch nie eine Bundesregierung im Vertrauensindex abgeschnitten wie die jetzige Bundesregierung. So kann man auch nicht arbeiten, wenn ungefähr 80% der Bevölkerung der Meinung sind, dass diese Bundesregierung nicht weiß, was sie tut und nichts kann. Das ist ja eigentlich ein unglaubliches Votum der Wählerinnen und Wähler. Deswegen müssen wir da uns irgendwie neu aufstellen. Man kann dafür eine Übergangszeit sicher vielleicht zu einem nationalen Konsens herstellen, weil die Lage wirklich verheerend ist. Und wir jetzt nachweislich wissen nach über 2 Jahren, dass diese Bundesregierung einfach handwerklich nicht weiß, was sie tun soll. Vom Bundeskanzler heißt es ja nach wie vor nein. Es wird jetzt, wie gesagt, keinen Deckel geben. Weder dieser Deckel, der gefordert wird von Johanna Mikl-Leitner, oder auch die Vorschläge der Sozialdemokratie werden ja hier abgeschmettert. Daher die große Frage an Sie. Wie sehen Sie das vom SWV? Auf was schlittert der Österreich im Herbst, Winter zu? Na gut, da muss man mal sagen, von einem Bundeskanzler, der uns zu Alkohol oder Psychopharmaka rät, lasse ich mir eigentlich die Wirtschaft nicht erklären. Wir kommen da ein wirkliches Problem zu. Also im Herbst werden die Preise noch einmal steigen. Das ist ja an sich allgemein bekannt. Die Inflation wird weiter getrieben werden und die Leute werden nicht mehr wissen, wie sie ihre Energiepreise oder Energierechnungen zu bezahlen haben. Wir drohen da in die Lage zu kommen, dass zum dritten Mal die Mieten erhöht werden. Die Lebensmittelpreise gehen durch die Bank. Also das sind selbst so Dinge wie Mehl, die sich einfach verdreifacht, vervierfacht. Das geht so einfach nicht. Wir brauchen einfach eine stabile Verhältnisse. Die Leute müssen wissen, wie sie überleben. Ich glaube auch so Ratschläge wie Deckel auf den Topf zu setzen und 2 Pullis anzuziehen, sind ja keine Lösung für einen Wirtschaftsstandort wie Österreich. Wir haben hier Industrie, wir haben KMU-Betriebe, wir haben viele EPU-Betriebe. Und ich will immer nur daran erinnern, dass gerade
gerade im kleinteiligen Wirtschaftsbereich wie EPU und KMU die Leute ja doppelt belastet sind. Wir müssen die hohen Energiepreise und Mietpreise in unseren Betrieben bezahlen und mit demselben Einkommen, das wir dort erwirtschaften, noch einmal die hohen Energiepreise und Mietpreise im privaten Haushalt. Das ist ja, das Geld kommt ja nicht aus einem zweiten Bankomaten. Deswegen ist das, was die Bundesregierung uns jetzt anbietet, eine wirkliche Malaise. Da müssen wir rauskommen. Die müssen endlich handlungsfähig sein. Und wenn sie es selbst nicht schaffen, weil sich 15 Ministerinnen und Minister und Staatssekretäre nicht einigen können, dann müssen sie den Weg freimachen zu Neuwahlen. Zusätzlich kommt auch noch die CO2-Bepreisung. Sie wurde jetzt ja von 1. Juli auf Oktober verschoben. Ist diese CO2-Bepreisung noch durchführbar? Wird sie durchgeführt werden oder wird der Druck dann doch so groß werden, dass Sie erwarten, dass dies eh nicht kommt oder verschoben wird bis zu einem langen Termin ins Jahr 2023 hin? Naja, alle Maßnahmen, die wir derzeit setzen, zeigen uns, dass das im Oktober nicht machbar sein wird. Das war ein Zugeständnis wieder innerhalb der Bundesregierung, die sich auf nichts einigen kann Richtung Gewessler, damit sie sich quasi diesen Talisman einstecken kann. Das wird nun nicht kommen. Also wenn man ein Kohlekraftwerk in Betrieb nimmt, auf der einen Seite, weil einfach die Not so groß ist und wir nicht wissen, ob wir mit genügend Gas versorgt sein werden im Herbst, dann werden wir auch die CO2-Bepreisung zu dem Zeitpunkt nicht bringen können, um zusätzliche Belastungen auf die Spediteure, auf den Transport und damit auch auf die Lebensmittelpreise zu setzen. Da werden wir auch davon Abstand nehmen müssen, so gut gemeint das vielleicht irgendwann einmal als Idee vor 2 Jahren war. Die Lage hat sich grundlegend geändert. Wir brauchen jetzt Lösungen im Hier und Heute. Auch das Gesamte, immer das Bejammern der Vergangenheit, was da alles schiefgelaufen ist, hilft uns ja nicht weiter. Wir müssen unsere Konsequenzen daraus ziehen und Konzepte für die Zukunft entwickeln.